Hüstel, Hüstel und herzlich willkommen. Ich bin Ank, wir sind Rico und wir spielen Just Cause. Heute eine neue, dufte Folge. Und wir starten mit der nächsten Mission direkt einfach mal. Und kümmern uns jetzt nicht großartig um Nebengedöns. Wie geht's Mario? Oh, er schläft. Er hat eine seltene Blutgruppe. Und uns fehlen wichtige Medikamente, ohne die seine Überlebenschance nicht groß ist. Also weißt du, wir könnten vielleicht helfen, deinen Freund zu retten. Okay. Und was soll das kosten, Schmuggler? Ach komm schon, nur einen kleinen Gefallen. Warum habe ich das Gefühl, das bereue ich nochmal, hm? Gut, pass auf. Sieh dir das an. Ein modifizierter Panzer? Die Rebellen sagen, das Ding kann mehrere Raketentreffer ohne einen Kratzer wegstecken. Meine Theorie ist, sie haben die Bavariumstruktur so verändert, dass okay, die Kohäsion seiner Energiematrix mit dem Material... Theo ist sehr aufgeregt. Eigentlich solltest du nur wissen, dass das Ding unbezahlbar ist. Dieser Panzer ist also unzerstörbar. Klau ihn für mich. Find es raus. Jetzt wird mir alles klar. Ich besorg dir den Panzer. Und du besorgst Mario alles, was er benötigt. Das ist der Deal, mein Freund. Schick mir die Koordinaten. Flugzeug? Flugzeug! Wow! Ach schade, kein flüssiger Übergang. Das wäre ja zu cool geworden. Ach ja, zu cool, zu cool. Ich sitze auf einem Stuhl. Ja, wo auch sonst. Schreibt mir mal in die Kommentare, wo ihr gerade sitzt. Wenn wir schon beim Platz des Ortes, wo wir uns gerade befinden, sind. Halt durch, Mario. So, nehmen wir das Flugzeug, wenn es schon hier rumsteht. Und wir sind noch nie im Flugzeug geflogen. Aber ich stelle mir das jetzt nicht so schwierig vor. Die Zeiten waren mal. Wow. Pack den Konvoi ab und kapere den Panzer, solange seine Schilde offline sind. So, da lang. Kein Problem. Ja, ich hab's voll drauf mit dem Flieg. Das werden wir noch sehen. Ach komm schon. Einen schwer bewachten Superpanzer zu kapern? Was soll dabei schiefgehen? Du hast recht. Er ist noch gefährlicher, als wir bis jetzt dachten. Wie ist dein Status? Ich nähere mich dem Konvoi. Gut, der Panzer müsste dort irgendwo sein. So, erstmal ist das Flugzeug da. Ach, und übrigens, die Luke geht vermutlich erst auf, wenn die Schilde deaktiviert sind. Okay, wie stehle ich dieses Ding? Autsch. Die Spulen unterbrechen die Stromzufuhr, damit sie nicht überhitzen. Warte, bis die Schilde aus sind. Dann hast du ein kurzes Zeitfenster, um ihn zu kapern. Na gut. Dann zerlegen wir erstmal die anderen. Na, das war so nicht gedacht. Reicht's auch mal. Das funktioniert nicht. Du musst warten, bis der Schild offline ist. Ja, ich verdrück mich immer wieder. Ich hab Nase. Meins? Der Bavarium-Panzer wurde gestohlen. Alle Einheiten, holt den Panzer von den Rebellen zurück. Nein, meiner. Theo, ich hab den Panzer. Schick mir die Zielkoordinaten. Sind unterwegs. Ein Transportboot erwartet dich bereits. Es müsste ein Schalter zum Einschalten des Schildes geben. Sei aber vorsichtig damit. Die Spulen müssen sich aufladen. Das heißt, der Schild schaltet sich automatisch an. Oh, Mann. Ziemlich viele Tasten hier drin.
Der hat auch eine ziemlich abgefahrene Kanone, muss ich zugeben. So, dann fahren wir hier mal ganz fröhlich durch diesen Tunnel. Hier liegt eine Granate in der auf der Straße. Wer legt die Granaten auf die Straße? Ach ja, haben die Kinder beim Spielen vergessen. Spreng die Brücke bitte erst, wenn wir drüben sind, Rico. Einen anderen Weg haben wir nämlich nicht. Ich hoffe nur, Mario lebt noch. Ja, er lebt. Ich halte meine Versprechen. Wie geht's meinem Panzer? Will ich behalten. Bitte. Fahr ihn nur nicht ins Meer. Wieso fährst du ihn dann nicht selbst, hä? Jungs, spart euch euren Schwanzvergleich für später auf. Konzentriert euch lieber darauf, den Panzer unversehrt hierher zu bringen. Oh, ist der Panzer? Nee, der ist gerade nur geschützt. Oh. Weißt du, nicht jeder Streit unter Männern hat etwas mit... Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den unzerstörbaren Panzer zerstört. Das lief gar nicht gut. Das waren wahrscheinlich die explosiven Fässer, wo wir durchgefahren sind, die ich zu spät realisiert habe. Blöde. Hoppala. Idiot. Ich Idiot. Aber so ein Idiot. Naja, versuchen wir es jetzt nochmal. Ja. Ich hoffe nur, Mario lebt noch. Ja, er lebt. Ich halte meine Versprechen. Wie geht's meinem Panzer? Da sind wir durchgefahren. Beeindruckendes Gefährt. Fahr ihn nur nicht ins Meer. Fahr ihn nur selbst. Jungs, spart euch euren Schwanzvergleich für später auf. Konzentriert euch lieber darauf, den Panzer unversehrt hierher zu bringen. Weißt du, nicht jeder Streit unter Männern hat etwas mit Drogen zu tun, Annika. Eine Studie von 2009 besagt sogar... Ja! Ich glaube, der wird ihn nicht hergeben, diesen Panzer. So, da vorne sind Rebellen. Sollen die uns beschützen? Der verfluchte Panzer. So unzerstörbar ist er nun doch nicht. Wir haben es da sogar geschafft, ihn kaputt zu machen. Gut, fahr den Panzer auf das Boot. Sachte. Ja, ja. Ich fahr den Panzer jetzt auf das Boot. Hier ist aber richtig was los. Ja, sachte. Ist klar. Tada! Abgeliefert. Rodriguez. Tschüss. Ja, der Bootfahrer ist auch richtig drauf. Oh, ich höre eine Stimme sprechen. Anscheinend ist eine Siedlung in der Nähe, die wir vernichten sollten. Wohlan denn, dies werden wir als nächstes vollbringen. Denn diese Mission haben wir geschafft. Akt der Piraterie. Rico, die Informationen aus dem Bavarium-Panzer sind faszinierend. Ich brauche Hilfe bei der Auswertung. Komm zur Höhle. So, da hinten ist eine Ortschaft.
Aber so wie es sich anhört, ist da auch noch was. Yeah. Schon wieder der falsche Knopf, verdammt. Ja, genau, hier ist die Siedlung. Was haben wir denn hier Feines? Ganz viel zum kaputt machen, ganz viel zum kaputt machen. So, Nummer 1. Von unserer Tugend und der Stärke der Miliz. So, hier haben wir auch noch mal einen. Und Nummer 4. Ich bin sowas von bereit. Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. So, das waren die Plakate. Seht euch um! Halt's Maul! Ihr könnt mir gar nichts. Hier ist eine Granate. Ja. Das war sehr unelegant gelöst. So, was haben wir noch? Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Ich glaube, das meiste haben wir jetzt nur noch hinten im Gefängnis da hinten. Seht mal da oben. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Bum 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 bum. Ja, wieso stehst du nur hinter mir? Hier nicht was zum Hacken eben? Ne, da oben ist die Zelle. Dann machen wir hier mal kurz auf. Und da hinten hatten wir dieses Tor. Und da haben wir noch Hilfe. Macht wahrscheinlich echt viel Schaden. Aber dafür ist sie auch. Boah. Ich glaube, du bist tot. Das war die Polizeistation. Jetzt haben wir noch irgendwo Treibstofftanks. Genau, da vorne ist noch einer. Mehr Männer! Mehr Männer! Hier ist die Hölle los! Schickt mehr Männer! Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Whoops. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Frag dich, du Bitch.
So, das letzte ist... Was ist denn das letzte? Sieht aus wie ein Anhänger oder sowas. Muss ja irgendwo in der Stadt sein. Gucken wir mal auf die Karte. Ja. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Da haben wir das gute Stück. Ah, so ein Projektor-Ding. So, Flagge hissen. Ach, sie war auch schon direkt vor der Tür. Perfekt. Wups. Zielperson ist entkommen. Zurück auf eure Posten. Tag 790. Ein Abgeordneter des hiesigen Stadtrats hat vorgeschlagen, einen Diravello-Tag einzuführen. Ich habe natürlich abgelehnt und Oberstabsfeld Duschen um Rat gebeten. Dieser hat mir versichert, er würde Präsident Dante den Antrag vorlegen. Viva la Revolution! Ich spüre förmlich, wie diesem beim Gedanken, ein anderer könnte Karriere machen, die Galle platzt. Okay. Ja, von diesen Bändern habe ich übrigens noch ein paar gesammelt in der Zwischenzeit. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz zur Polizeistation. Denn Brüder und Schwestern, Arcus Berantia hat den Truppen von General Diravello gerade Arrivedere gesagt. Rico und die Rebellen haben es wieder mal geschafft. Viva la Revolution! Hui! Ach ja, das Spiel ist toll. So, leider nur eine blöde Schrotflinte. Aber das dafür. Ding sieht tödlich aus. Schön Granatenwerfer und neue Granaten. Sehr gut. Okay, da vorne sehe ich schon die nächste Basis, die wir zerstören müssen. Ich glaube, das ist ein anderes Gebiet, oder? Nein. Dann bewegen wir uns mir ganz natürlich da drüben. Nach da drüben. Wie man das halt so macht im Urlaub. Wingsuit, Actionfallschirme, etc. Wer hat sowas nicht in seinem üblichen Reisegepäck dabei? Porto Cavo. Oh, die wollen mich hier wohl nicht. Huch. Oh, wenn ich eh schon so anfange. Ob wir die beiden Türme aneinander gekettet kriegen. Das sieht gut aus. Helfen wir noch mal einmal nach. Wow! Ich habe keine Ahnung, dass mir das Ding ins Gesicht fällt. Kumpel? Nein. Das Ding ist gut. Oh, den haben wir auch direkt damit zersägt. Gelaufen.
Nein! Nein, Minigun! Nein! Aua! Ah, dieses scheiß Luftabwehrgeschütze. Den da oben können wir bestimmt mit der Minigun noch zerlegen. Wenn wir so hoch ziehen könnten. Nein, die Minigun können wir nicht an die Seile hängen. Ich will sagen, das Ding ist nicht sehr präzise, aber ich treffe gar nichts. Gut, dann bleibst du halt hier, Minigun. Blödes Kackding. Vorne liegt mehr Munition. Aber die Pistolen sind ja mit meinem Glück auch sehr effektiv. Was zum Teufel habe ich denn jetzt hier? Ist das abgefahren Ding? Abgefahren Ding. So, ich will das andere hier auch noch haben dann. Party-Schrotflinte. Hey. Du bist besonders dick angezogen? Nützt ja auch nichts. Bitch. Autsch. Hat auch wieder alles nicht so funktioniert, wie ich es mir irgendwie vorgestellt habe. So, nun aber und hoch. So, überhaupt nicht. So. Ja, eine gesunde Lache. Ja, Flakgeschütze. Offensichtlich ist der nicht kaputt gegangen da drüben. Wow. Wieso klingst du wie ein verfickter Roboter? So. Ladi, 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 da. Zerstörung. Puh, oh Gott, heiß.
Ja, das war nicht so schlau. Dann denke ich mal, ist das jetzt eine sehr unpassende Situation, um die Folge zu beenden. Aber leider lässt die Zeit nicht mehr zu. Daher verabschiede ich mich aus der heutigen Folge von Just Cause 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet und wir uns morgen in der nächsten Runde wiedersehen. Und dann machen wir mit dem weiter, womit wir gerade aufgehört haben. Yeah! Bis dahin, alles Gute und haut rein. Ciao!